Hey, hi. Du, sag mal, der Max hat gesagt, du kannst mir Programmieren beibringen. Was? Oh nee, da hat der Max aber was Falsches erzählt. Programmieren kann ich dir nicht beibringen, nee. Ja, ich kann schon ein bisschen was. Du musst mir nicht von Grund auf beibringen. Er hat mir schon was erklärt. Also du bist der Programmierexperte oder sowas. Oder Nee, was machst dann du? hat der Max bestimmt gemeint, was anderes gemeint. Ich kann dich beraten, wenn du was in die Richtung studieren möchtest oder dich weiterbilden möchtest. Ah, das ist aber noch eigentlich fast noch spannender. Okay, was genau machst du denn da? Wir bieten einen weiterbildenden, berufsbegleitenden Masterstudiengang an und darin enthaltene Zertifikatskurse. Und zwar für biomedizinische Informatik und Data Science. Ah, und was ist man dann hinterher? Ist man dann einfach einen Kurs gemacht, so wie Volkshochschule oder was ist das dann? Ja, danach bist du Experte. Ah. Nein, also du kannst entweder einen Masterabschluss erwerben, dann bist du ein Master of Science in biomedizinischer Informatik und Data Science, oder du kannst ein Hochschulzertifikat erwerben. Da gibt es unterschiedliche Formate, die du da auswählen kannst. Einen Einzelkurs kannst du auswählen, dann kriegst du am Ende ein Zertifikat oder ein Zertifikatsprogramm absolvieren. Da kommt es darauf an, was du auswählst. Du kannst zwei Kurse miteinander kombinieren oder sechs Kurse miteinander kombinieren. Genau. Okay, aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wer ist das eigentlich? Ist das irgendwie irgendeine Firma? Ist das irgendeine Feldwald- und Wiesen-Uni? Oder wer seid ihr? Nee, das ist keine Feldwald- und Wiesen-Uni. Also es ist so, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, es gibt die Medizininformatik-Initiative, da wurden in Deutschland ganz viele Gelder ausgeschüttet, um die Medizininformatik voranzubringen. Und ein Förderkriterium ist, dass die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Medizininformatik gestärkt werden soll. Und es gibt verschiedene Konsortien, die sich im Rahmen dieser Medizininformatik-Initiative in den Bereichen austoben. Und es gibt das Miracum-Konsortium, das siehst du hier auf dieser Deutschlandkarte. Das ist ein Zusammenschluss von insgesamt 10 Universitätsklinika bzw. medizinischen Fakultäten, zwei Hochschulen und einem Anbieter aus der Industrie. Und die haben gemeinsam beschlossen, diesen weiterbildenden, berufsbegleitenden Masterstudiengang an der Hochschule Mannheim einzurichten. Und das Schöne ist, das wirst du dir jetzt sicherlich denken, dass das Konsortium uns bei der Programmentwicklung unterstützt und bei der Durchführung des Studiengangs, in dem halt entsprechende Fachexperten zur Verfügung gestellt werden. Aber das heißt jetzt quasi, dass ich Dozenten aus ganz Deutschland habe und dann hat man wenigstens die Chance, dass der auch ein bisschen Ahnung hat davon und nicht einfach der gerade vor Ort verfügbar war. Ganz genau, ganz genau. Also du hast der Großteil der Dozenten kommt aus dem Miracum-Verbundprojekt, also von diesen einzelnen Standorten. Das sind international anerkannte Fachexperten im Bereich der Medizininformatik und im Biomedical Data Science. Und natürlich kommen dann noch einige externe Dozenten dazu. Und ja. Jetzt, aber das Problem ist jetzt, ich wohne jetzt an keinem von diesen Orten. Ich muss ja eine Masterarbeit machen wahrscheinlich. Ich meine, ich muss ja da hinfahren, muss ja nach Magdeburg fahren oder nach Dresden fahren oder nach Greifswald fahren. Also das kannst du, das musst du aber nicht zwingend. Das Schöne ist, dadurch, dass wir hier diesen Verbundcharakter haben, können wir natürlich ganz viele Projekte zur Verfügung stellen, mit ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten aus all diesen Standorten. Du kannst, das ist ein großer Vorteil für dich als Student, ja, weil du quasi hier auf viel zurückgreifen kannst. Du kannst aber natürlich auch sagen, das, was hier angeboten wird, das deckt meinen Bedarf nicht ab. Und dann kannst du deine Masterarbeit auch bei einem anderen Standort, in einer anderen Institution absolvieren.
wenn du die entsprechenden Vorgaben erfüllst, das ist gar kein Problem. Also sprich, ich kann mir einfach gucken, jetzt hier da, wo ich wohne, hier, da ist, gibt's auch einen, der hat Ahnung davon und dann mache ich die Masterarbeit da und reicht bei euch einfach nur den ein, was ich gemacht habe. Ganz genau, ja. Ach, das ist ja gut. Geht auch. Sprich, ich kann auch was machen, was mir auch selber was hilft bei meiner Arbeit vielleicht. Absolut. Also das ist ja auch, das ist ja auch genau gewünscht, ne? Also dass sich das, dass das Studieren und das Arbeiten, dass das sich, ja, dass das sich gegenseitig ergänzt quasi, ja? Also dass du das, was du jetzt hier in den Kursen an Kenntnissen und Kompetenzen erwirbst, dass du sowas auch direkt im Berufsalltag anwenden kannst. Also das ist unser großes Ziel. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich habe echt keine Zeit. Ich habe Kinder, ich habe eine Frau, die in Urlaub fahren will und das geht alles. Ja, aber warum sollte das nicht gehen? Und ich muss eigentlich nur ab und zu mal, also ich habe nur einen fixen Termin pro Woche, da wurde so eine Webkonferenz 1,5 Stunden. Genau, in den meisten Kursen hast du nur einen fixen Arbeitstermin pro Woche. Den Termin, den weißt du auch schon länger im Voraus, also so, dass du da gut planen kannst. Ja, und am Ende, also ob du jetzt, also wo du am Ende bist, ist ja total egal. Aber ich brauche schon so ein bisschen, also ich bin schon einer, der ein bisschen Druck braucht. Also ist das jetzt dann so, dass ich dann, also dass ich dann jede Woche auch was vorlegen muss und dass dann irgendwie die anderen angenervt sind von mir, wenn ich nicht arbeite, oder weil es ist ja alles irgendwie Gruppenarbeit, oder ist das dann egal, Nein, wenn ich nein, halt also dann es nicht ist so nicht, viel. ja, es ist nicht alles Gruppenarbeit. Es kommt natürlich immer auf den Kurs an und auf die jeweilige Kursphase. Gruppenarbeiten sind halt auch ein Teil davon, aber es gibt auch viel Einzelarbeit und Tandemarbeit. Und es ist so, dass du wöchentlich Arbeitsergebnisse einreichen musst, weil dir wöchentlich Aufgaben zur Verfügung gestellt werden, mit entsprechenden Lernressourcen dazu und ja, du musst dann abgeben. Ja. Okay, aber das spricht jetzt nichts dagegen, dass ich habe noch einen Auslandsaufenthalt geplant nächstes Jahr. Das kann ich auch von da aus machen. Ich muss halt einfach nur gucken, dass halt ich, wenn ich Pech habe, Solange dann halt du nachts um 3 dort halt die Konferenz mitmache, aber das kriege ich ja hin. Einen Internetanschluss und ein Endgerät hast, auf dem du arbeiten kannst, kein Problem. Das ist schon fest. So, Studium am Strand, das hat schon was. So, also erst nochmal kurz zur Erklärung. Ich bin Arzt, ja, und ich will mich jetzt weiterbilden in so Informatik, Medizininformatik, bisschen Daten analysieren. Okay. Was kannst du mir da anbieten? Ja, da habe ich tatsächlich mehrere Angebote für dich. Wenn du möchtest, kannst du bei uns ein Masterstudium absolvieren, ein Master of Science mit einem Umfang von 90 ECTS und einer Regelstudienzeit von 4 Semestern. Danach hast du den Master in biomedizinischer Informatik und Data Science. Oder wenn du jetzt sagst, ist mir etwas zu aufwendig, dauert mir etwas zu lange, ist mir zu kompliziert neben Familie und Beruf, habe ich ein anderes Angebot für dich. Dann kannst du bei uns anstelle von einem Masterstudium auch ein Hochschulzertifikat erwerben. Und hier gibt es verschiedene Formate. Kannst du entweder einen einzelnen Weiterbildungskurs belegen und dort ein Zertifikat erwerben oder du entscheidest dich für ein Zertifikatsprogramm, zum Beispiel ein Certificate of Advanced Studies, das sind dann zwei Kurse, die du miteinander kombinieren kannst, oder ein Diploma of Advanced Studies, das sind dann schon 6 Kurse, die du miteinander kombinierst. Und das Schöne dabei ist, du kannst eigentlich fortlaufend einsteigen, also alle 6 Wochen werden neue Kurse angeboten und wenn du möchtest, kannst du dann über diesen kumulativen Erwerb ja, später, zu einem späteren Zeitpunkt immer noch deinen Masterabschluss anstreben. Okay, aber was genau lernt man denn da? Also ist das irgendwie von allem ein bisschen? Gibt es da Schwerpunkte oder was kann ich mir denn aussuchen, wenn ich so einen Kurs da mache? Ja, guck mal, dann muss man kurz hier auf unseren Studienverlaufsplan schauen. Da kann man das eigentlich sehr gut dran erklären.
Wir haben fünf Schwerpunkte im Studium, nämlich Medizin, Informatik, medizinische Informatik, Biomedical Data Science und Management und Software Skills. In jedem dieser Schwerpunkte absolvierst du zwei Pflichtmodule und ein Wahlpflichtmodul. Die Studenten absolvieren vier dieser fünf Schwerpunkte. Für dich als Mediziner macht es natürlich keinen Sinn, nochmal diesen Medizintrack zu absolvieren. Es ist so, dass wir im ersten Semester eine komplementäre Eingangsphase haben für Personen mit medizinischem oder informatischem Hintergrund. In deinem Fall wäre es jetzt so, dass du den Track Informatik absolvieren würdest. Und was auch sehr schön ist, wir haben hier im dritten Semester, wenn du da mal drauf schaust, eine Projektarbeit. Da kannst du entscheiden, ob du deine Projektarbeit in medizinischer Informatik oder in Biomedical Data Science absolvierst. Hast auch tolle Möglichkeiten, das mit Projekten, die du bereits im Berufsalltag umsetzt, zu kombinieren. Also das ist auch explizit gewünscht. Und was du zusätzlich noch hast, du hast ein ganz breites Angebot an Wahlpflichtmodulen, wo du halt genau schauen kannst, was interessiert mich, wo möchte ich mich weiterbilden. Kannst dann in jedem Schwerpunkt aus drei Kursen auswählen und ja, kannst dir am Ende so dein eigenes Curriculum entsprechend deinen individuellen Bedürfnissen zusammenstellen. Aber das ist Klingt doch wirklich gut, oder? schon irgendwie alles dabei. Da ist auch so Management-Zeugs mit dabei, da ist Bioinformatik dabei. Richtig. Das ist schon sehr, sehr ausgewogen. Genau, und du kannst jetzt, also abgesehen von dieser Projektarbeit im dritten Semester und den Mastermodulen im vierten Semester, kannst du alle Kurse, die du hier siehst, halt auch als Zertifikatskurse belegen. Das heißt, ich kann einfach mal die ersten zwei Semester einfach mal bisschen strecken über 2 Jahre und dann hinten irgendwann sagen, ich mache jetzt mal die Projektarbeit, ich mache jetzt mal die Masterarbeit. Genau. Auch. Ja. Aber sind das dann alles nur Ärzte oder kann man da jetzt das auch machen? Ich habe jetzt einen Freund, der will das vielleicht auch machen, den habe ich ein bisschen das zusammengearbeitet und wer das, habt ihr auch ein Studium für den? Kann man sich da woanders einschreiben oder? Nee, also es ist ein ganz interdisziplinärer Studiengang. Wir haben ganz unterschiedliche Zielgruppen, die wir alle ansprechen und die wir auch alle zusammenbringen. Also natürlich einerseits die Mediziner, also Human-, Zahn-, Veterinärmediziner. Aber wir sprechen natürlich auch medizinische Informatiker an, wir sprechen Informatiker an, Wirtschaftsinformatiker, medizinische Dokumentare, Bioinformatiker und Natur- und Lebenswissenschaftler, die in diesem Umfeld, also medizinnahem Umfeld, tätig sind. Und für die alle gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, die du hier auch auf der Folie siehst. Also in deinem Fall, du bist Mediziner, das heißt, hier setzen wir eine einjährige studiengangbezogene Berufserfahrung voraus. Und wenn dein Kollege jetzt aus einem dieser anderen Fachbereiche kommt, dann schauen wir, was für einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss er erworben hat. Also ein berufsqualifizierender Hochschulabschluss ist ein Bachelor oder ein Diplom. Und bei einem Bachelor mit 210 ECTS muss er halt auch ein Jahr studiengangsbezogene Berufserfahrung nachweisen. Und wenn er jetzt nur ein Bachelor, also in Anführungszeichen nur ein Bachelor mit 180 ECTS erworben hat, dann ist es so, dass wir noch 30 weitere ECTS-Punkte einfordern vor Beginn des Studiums. Die kann er aber bei uns erbringen in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. Und dafür sorgen wir, dass dein Kollege dann nach dem Studium insgesamt 300 ECTS-Punkte gesammelt hat. Und somit bieten wir deinem Kollegen die Perspektive, im Anschluss an so ein Masterstudium doch noch eine Promotion anstreben zu können. Also, weil dafür sind halt 300 ECTS-Punkte erforderlich. Ah, okay, aber jetzt sitzt man dann in der gleichen Vorlesung drin, weil ich meine, ich habe ja andere Voraussetzungen als er. Ich meine, ich habe ja schon Ahnung von Medizin und er hat Ahnung von Informatik. Genau, also das ist so, wir haben eine komplementäre Studieneingangsphase.
im ersten Semester. Das heißt, alle Mediziner müssen quasi die Informatik nachholen im Informatik-Track und alle Nicht-Mediziner müssen Medizin nachholen im Medizin-Track. Und am Ende des ersten Semesters kommt die ganze Kohorte dann zusammen. Und man ist natürlich nicht auf demselben Level, aber man nähert sich an. Okay, also das Konzept finde ich eigentlich schon ziemlich cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist halt so eine Fernuni, alle ignorieren mich, ich mache alles selber und hinterher mache ich eine Prüfung Zeug. Gibt es da irgendwie auch, kriege ich da irgendwie auch, ist es ein Frontalunterricht oder gibt es da irgendwie, wie macht ihr das? Also du musst dir das funktioniert ganz anders als jetzt in so einer klassischen Präsenzlehrveranstaltung, ja. Hast du denn schon Erfahrungen mit Online-Lernen gemacht? Eigentlich ehrlicherweise gar nicht. Es gibt immer nur diese Ärztefortbildung, die dann so auf irgendwelchen Online-Portalen stattfinden. Das ist meistens einfach ein Vortrag, den halt einer hält und dann hörst du zu und nach einer Stunde hast du dann einen CME-Punkt bekommen. Okay. Also das ist ja genau, das ist so dieses klassische, ne, dozentenzentrierte, inputorientierte Lehren, wo der Lerner eigentlich immer eine sehr passive, rezeptive Rolle einnimmt und am Ende weiß man irgendwie nicht so genau, ob er was gelernt hat. Das machen wir ein bisschen anders. Bei uns ist es so, dass die Wissensvermittlung halt mithilfe digitaler Selbstlernmaterialien erfolgt. Da werden dir verschiedene Medien zur Verfügung gestellt, zum Beispiel eine Vortragsaufzeichnung oder ein E-Script, Linksammlungen und so weiter. Und es werden dir zusätzlich auch Lernhilfen zur Verfügung gestellt, also zum Beispiel so kurze Quizformate mit Feedback, wo du irgendwie nochmal deine Kenntnisse selber abfragen und kontrollieren kannst. Und wir stellen auch Orientierungshilfen zur Verfügung in Form von so Kursfahrplänen, sodass du immer ganz genau weißt, wann du was bis wann zu erledigen hast. Also, da kann ich mich dann immer einloggen und dann sehe ich immer genau, wie mein aktueller Stand ist. Ganz genau. Okay. Ganz genau. Und dann ist es so, dass wir auch großen Wert auf kollaboratives Lernen und kollaborative virtuelle Teamarbeit legen. Das können wir bei uns auch ganz gut umsetzen. Also du hast quasi Shared Documents, ja. Also du kannst gemeinsam mit anderen Studenten an Dokumenten arbeiten. Du kannst gemeinsam Tools nutzen, die wir im Rahmen unserer Lernplattform zur Verfügung stellen. Du kannst ganz leicht erarbeitete Ergebnisse mit anderen teilen und dich dann auch darüber austauschen. Und das Ganze wird natürlich auch noch tutoriell betreut und unterstützt. Aber ich habe das schon mal gesehen. Das war dann so ganz eingestaubtes 90er Jahre Webseite gewesen, die, glaube ich, auch noch in vielen Unis noch verwendet werden. Ist das so ein langweiliges Zeug oder ist das irgendwie ein bisschen mehr Pep dahinter? Nein, 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 wir sind da hochmodern. Wir nutzen als Plattform die Google Enterprise Suite for Education. Das ist eine cloud-basierte Full-Service-Lösung von Google. Ich weiß nicht, kennst du Google? Hast du mit Jo. Google schon mal gearbeitet? Also Google jetzt, habe ich ja. schon mal gesehen. Das ist ja so ein Konkurrent von Alta Vista. Nein, also was ich meine, mir ist schon klar, dass du Google als Suchmaschine kennst, aber kennst du auch Anwendungen, die das Google-Universum quasi zur Verfügung stellt und die man nutzen kann? Also sowas wie YouTube. YouTube zum Beispiel, genau. YouTube, der Google-Kalender, Google Office Tools, ja, also Google Docs, Google Tabelle und so weiter. Es gibt ein Videokonferenz-Tool. Ganz wichtig ist Google Drive, ne, die Dateiablage, die man auch als geteilte, gemeinsame Dateiablage nutzen kann. Es gibt Webforen, es gibt ganz viel. Es gibt Anwendungen, wo du dir eigene Notizen machen kannst. Also das Google-Universum stellt da ganz viele Tools zur Verfügung und die werden dann quasi alle vereint in diesem Google Classroom.
Das ist die virtuelle Kursumgebung. Das ist eigentlich, das sieht ähnlich aus wie bei klassischen Lernplattformen. Aber was wirklich toll ist, dass wir dir neben dieser virtuellen Kursumgebung halt einen virtuellen Workspace zur Verfügung stellen. Das heißt, du kannst quasi das gesamte Studium studieren und benötigst nur ein Endgerät und musst dich in Google einloggen. Und wie ist das mit dem Datenschutz? Das ist alles datenschutzkonform, also DSGVO-konform. Es ist so, dass alle Teilnehmer, alle Studenten von uns eine eigene Google-ID für unsere Google Cloud erhalten, mit der sie sich dann auf der Plattform anmelden und ja, entsprechend sich darin bewegen. Also, das ist jetzt wirklich was Modernes. Das ist nicht so ein Moodle oder Elias-Müll, was so aus den 90ern irgendwie gefühlt ist, wo man Augenkrebs von bekommt. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Elias oder Moodle, also die sind nicht schlecht, die Tools. Es ist so, dass da hast du vielleicht schon recht, dass im Gegensatz zu diesen klassischen Lernplattformen Google einfach eine wahnsinnig hohe Usability bietet, also so wie man sie halt von Google gewohnt ist, und dass das kollaborative Arbeiten, ja, also das Teilen von Dokumenten, das gemeinsame Arbeiten an Artefakten, das ist wirklich ganz toll umgesetzt und sehr, sehr einfach. Ähnlich ist es zum Beispiel beim Workflow, wenn du Arbeitsergebnisse einreichst, dann bekommt der Dozent die direkt, kann die feedbacken und die direkt zurückgeben. Also da sind ganz viele Prozesse automatisiert und das erleichtert das Lernen und Lehren ungemein. Ich finde das schon ziemlich cool jetzt, ehrlich gesagt. Jetzt brauchen wir eigentlich noch zwei Sachen. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wo ich mich anmelden kann. Ne? Also wenn das ein YouTube-Video wäre, dann könntest du es einfach da drunter schreiben. Ja. Und du müsstest mir vielleicht noch sagen, wo ich dann einfach die einzelnen Kurse buchen kann und welche das sind. Das könnte man vielleicht dann unten drunter schreiben, unter das YouTube-Video. Das Ja, wäre cool. das ist gar keine so schlechte Idee, Fabian. Da denke ich auf jeden Fall mal drüber nach. Also es ist so, du kannst einfach unsere Seite besuchen. Und zwar www.master-bits, also .de, also bits, BIDS. Oder du besuchst unseren Twitter-Kanal. www.twitter.com/masterbits. Da wirst du ausführlich informiert, einerseits über anstehende neue Kurse. Du findest auf der Homepage auch nochmal ganz genaue Beschreibungen zu den einzelnen Kursen und du findest da im Untermenüpunkt Bewerben auch das Formular, das Bewerbungsformular, wo du dich direkt anmelden kannst. Ja, jetzt mal ohne Witz, ich finde das wirklich gut. Also ich glaube, mindestens für so einen Kurs melde ich mich mal an und probiere das Ganze mal aus. Und wenn das gut Ja, ist, mache ich den Rest auch noch. das wird fantastisch, das weiß ich jetzt schon. Also wenn ich jetzt so einen Schnupperkurs mache, dann kostet der ja wahrscheinlich Geld. Ja? Und wenn ich jetzt zwei, drei Schnupperkurse mache und hinterher sage, boah, das ist so cool, das will ich richtig machen, muss ich das Ganze dann nochmal zahlen, die Kurse nochmal machen oder wie läuft das dann? Nee, das wird dir tatsächlich angerechnet. Also wenn du jetzt Kurse belegst und dafür zahlst und dann später sagst, ich möchte gerne nochmal einen Master dranhängen, dann wird dir das angerechnet und du musst dann nicht nochmal den vollen Masterbetrag für zahlen. Und wenn ich jetzt das Studium abbrechen sollte ohne Master, dann habe ich immer noch die ganzen Zertifikate. Genau. Okay, jetzt aber jetzt mal ohne Blödsinn, ich will das jetzt mal sehen. Ich habe jetzt Bock, so einen Kurs zu buchen. Wie mache ich das? Das ist ganz einfach, Fabian. Du öffnest deinen Webbrowser und gehst auf die Seite www.master-bits.de oder master-bits.de, hs-mannheim.de. Die erste Variante ist einfacher. Und dann gehst du hier vorne unter Studienangebot ganz unten auf Weiterbildungsangebote und Hochschulzertifikate. Und jetzt siehst du hier in dieser Tabelle, wann die jeweiligen Kurse stattfinden. Also jetzt beispielsweise hier ab dem 12.04. startet der neue Kurs IT-Infrastrukturen für die medizinische Forschung.
Und wenn du da jetzt draufklickst, dann öffnet sich quasi die Kursseite. Dauert manchmal ein bisschen. Und genau, dann hast du hier nochmal explizite Informationen über Kursinhalte, Zielsetzungen, Kursorganisation, wer ist hier Dozent und ja, so die wichtigsten Informationen. Und wenn du jetzt hier ganz langsam dann runterscrollst, dann kannst du dir ganz, ganz unten kommen dann diese beiden Felder, Hinweise zum Anmeldeformular und das Formular zur Kursanmeldung. Da kannst du dann draufklicken. Dann öffnet sich ein Formular und dann, ja, genau da oben ist es verlinkt und dann meldest du dich da einfach an. Okay, mache ich jetzt. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann freue ich mich, wenn wir uns im Masterbits wiedersehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr weiter Interesse habt in Machine Learning, Medizininformatik oder weitere Themen dieser Art, so könnt ihr subscriben oder ihr könnt euch die anderen Videos anschauen. Bis dann.